Machen wir das Ganze hier mal im Schnelldurchlauf. Oder ich könnte mal schauen, dass ich da oben lang komme. Aber, obala, ich glaube es ja nicht. Dankeschön. Und hat mir sofort das Leben gekostet. Die Rachgier. Die Gier nach den besonderen Münzen. Jo, Servusle zum weiteren Part Shovel Knight. Wenn wir uns jetzt hier den Titelscreen anschauen, fällt sofort ins Auge der Untertitel Plague of Shadows. Wir haben ja gelesen, dass wenn wir das Spiel jetzt nochmal neu starten, dass es dann neue Herausforderungen gibt. Das werden wir jetzt dann mal austesten. Ansonsten ist hier sind hier neue Optionen aufgetaucht. Heldendaten, Herausforderungen, schauen wir uns mal an. Als Shovel Knight, Ankerlos, Erdhaufen Rally. Sieht so aus, als wenn es lauter Minispiele. Minispiele. Dürfen wir nochmal gegen die Endbosse kämpfen? Okay. Heldentaten. Sieg, spiele das Spiel durch. Das haben wir. Musikliebhaber, bringe alle Notenblätter zurück zum Barden. Das haben wir nicht. Meisterangler, angle erfolgreich an 5 funkelnden Angelplätzen. Das haben wir gemacht. Eingedeckt, kaufe alle Relikte, Ausrüstungsgegenstände und Upgrades, beziehungsweise schalte sie frei. 12 von 45, 26% gesammelt. 12 von 65, 18% insgesamt. Was heißt es? Ah, man kann hier... Ach, man kann als Black Knight dann auch nochmal spielen. Schauen wir uns dann nochmal an. Ah, es gibt noch mehr so Punkte. Reliktor, besiege einen Feind mit Hilfe eines Relikts. Ich schreie nach Sekret, probiere jedes Sekret des Abfischkönigs. Netter Hut, hilf allen Schnorrern im schicken Laden, haben wir gemacht. Herr der Reflexionen, triff Feinde 30 Mal mit einem reflektierenden Projektil, was ist das? Und wieder spiele das neue Spiel Plus durch. Nein, ich spiel's nicht nochmal durch. Held der Halle, löse das Problem der Halle der Helden, haben wir gemacht. Trifft sich gut, besiege alle wandernden Reisenden, haben wir gemacht. Bergfest, besiege 4 vom Orden ohne Gnade, haben wir gemacht. Spendierhosen, gib insgesamt 25.000 Gold aus, haben wir gemacht. Nicht mal einen Kratzer, spiele unbeschadet an den Level durch, haben wir nicht. Unmöglich, spiele das Spiel durch, ohne zu sterben. Nochmal durchspielen. Das wäre jetzt dann schon das dritte Mal, was die hier wollen. Pfennigfuchser, spiele das Spiel durch, ohne Geld auszugeben. Ja, genau, das ist jetzt das vierte Mal, dass wir das Spiel durchspielen müssen. Plattform, Perfektion, spiele das Spiel durch, ohne in ein bodenloses Loch zu fallen. Das wäre dann die Nummer 5. Tod allen Kontrollpunkten, zerstöre jeden Kontrollpunkt im Spiel. Ah, das wären ja die Checkpoints. Erster Kauf, kaufe dein erstes Objekt, haben wir gemacht. Meisterschaufler, kaufe alle Schaufelklingen-Upgrades, haben wir gemacht. Feuerballstabkünstler, besiege einen Feind aus über 25 Blöcken Entfernung mit dem Feuerballstab. Haben wir das nicht gemacht? Was ist ein Feind? Ein normaler Gegner oder ein Endboss? Eine andere Dimension, sammle 2000 Gold auf Dornen ein, in denen du ein Ausblendermedaillon einsetzt. Aha. Superkugel. Vernichte mit Chaoskugeln 5 Feinde binnen 5 Sekunden. Aha. Fliegende Fäuste. Halte dich mit Hilfe der Staubfäuste über 4 Sekunden in der Luft. Das haben wir nicht gemacht. Aha. Reflektierende Reichtümer. Lass die gleiche Alchemiemünze 5 Mal nacheinander springen. Hä? Welche Alchemiemünze?
Hä? Lass die gleiche Alchemie-Münze 5-mal nacheinander springen? Keine Ahnung, was das sein soll. Eisenbogen, besiege 3 Feinde mit einem Wurfanker. Heldentat im Flug, besiege 3 Feinde mit dem Propellerdolch, ohne den Boden zu berühren. Bumm, besiege mit dem Kriegshorn 5 Feinde auf einmal, das haben wir auch nicht ausprobiert, das Kriegshorn. Platz da, walze 5 Feinde mit dem gleichen Expresszahnradblatt. Ach, das ist die Plattform, die wir erschaffen können, die dann so losrollt. Ich lebe noch, schließe eine Level ohne zu sterben ab. Haben wir nicht geschafft. Wahre Schaufeligkeit. Spiele das Spiel durch, ohne Relikte aufzusammeln. Ja, das wäre jetzt das 6. Mal, dass wir das Spiel durchspielen müssen. Beeilung, schließe das Spiel in 1,5 Stunden ab. Das wäre dann die Nummer 7, hätte ich gesagt, ne? Orden der Hamster, besitze 50.000 Gold. Auf dem Punkt, zerstöre alle Kontrollpunkte und schließe einen einzelnen Level ab. Unversehrt. Entkomme unversehrt aus einem Kampf gegen einen der Ritter vom Orden ohne Gnade. Sparschaufler, schließe einen Level mit weniger als 20 Schaufelschwüngen ab. Ey, was die alles wollen für eine Scheiße. Auf Diät, schließe einen Level ab, ohne etwas zu essen. Also quasi Energie einzusammeln. Funkenmariechen, besiege einen Endgegner mit Hilfe der Funkensturztechnik. Aha. Du bist gefeuert, besiege Black Knight mit einem reflektierenden Schuss. Was ist ein reflektierender Schuss? Schmerzfrei, höre dir alle Fachwitze an, die Quaker auf Lager hat. Jongleur, beeindrucke Mona mit deinem Können. Ah, das haben wir gemacht, aha. Battle Arm, sammle in einem kompletten Level beim Orden ohne Gnade kein Gold auf. Hollerhüpfer, springe 5 Sekunden lang auf dem Reifen des Kindes. Abfisch, Akolyt, entdecke die Geheimnisse des Abfischkönigs, haben wir gemacht. Nur du, sei am Lagerfeuer vorsichtig und verlasse dich auf deinen gesunden Menschenverstand. Aha, aha, aha. Und hier den ganzen Käse nochmal als Black Knight. Ja, das ist ja noch mehr, oder? Keine Ahnung. Werde ich auf jeden Fall nicht tun. Ich werde das Spiel keine 7-8 Mal durchspielen, das sehe ich gar nicht ein. So, jetzt habe ich gehört, das letzte Mal, beziehungsweise das letzte Mal haben wir gelesen, wir müssen ein neues Profil anlegen. Ah, hier können wir jetzt den Charakter wählen. Nehmen wir Black Knight. So, diesmal der Doschken. Dass wir es unterscheiden können. Und jetzt beginnt jetzt ein komplett neues Spiel, oder was? Ich bin gespannt. Vor langer Zeit war das Land ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteurer. Das ist doch dieselbe Geschichte, wie wir schon mal hatten. Doch das Böse trieb sein Unwesen und nach fielen selbst die wackersten Helden. Das kennen wir doch schon. So fielen die wehrlosen Lande der Verzauberin und ihrem Orden ohne Gnade in die Hände. Was niemand auch nur ahnte, der verrückte Alchemist Black Knight hatte seine ganz eigenen Pläne. Aha. Nichts Geringeres als einen Trank zu unbegrenzter Macht wollte er brauen. Also quasi ein Bier. Ein mächtiges Gebräu, mit dem ihm absolut nichts mehr unmöglich sein sollte. Ja, also ein deutsches Bier. Jeder Ritter hütet unwissentlich eine wichtige Zutat und nun macht sich der Alchemist auf den Weg. Auf den Weg. Okay. Scherge. Oh oh, der Chef ist im Anmarsch. Wir müssen zurück zum Labor und zwar schnell. Ich will nicht Versuchskaninchen spielen.
Halte einfach Y zum Aufladen gedrückt und hol uns mit einem Bombenschub hier raus. Los, Beeilung! Muss ich jetzt da Y? Aha. Verliere ich da was? Eine ganz andere Steuerung. Komplett anders. Wie komme ich jetzt darauf? Wie soll das gehen? Wie soll ich jetzt darauf kommen? Das könnten sie einem ruhig mal erklären. Ich glaube, da geht's gar nicht weiter. Halte einfach Y zum Aufladen gedrückt und hol uns mit einem Bombenschub hier raus. Ach, und hör gefälligst zu, wenn jemand dir was erzählt. Sonst verpasst du noch das Wichtigste. Ach, ich muss da draufbleiben. Lade auf. Also wie komme ich trotzdem nicht darauf? Ah, so geht es. Aha. Na, hoffentlich kriegen wir noch einen besseren Schuss, weil der ist ja mal voll für den Arsch. Also aufladen. So. Absolut beschissene Steuerung, muss ich sagen. Verglichen mit Shovel Knight ist das hier voll für den Arsch. Leider, leider. Also ich muss Y drücken. Aufladen. Dann muss ich B drücken zum kleinen Sprung und dann Y loslassen für einen großen Sprung. Sowas hatte ich auch noch nicht. Ist nicht lustig, die Steuerung hier, die Sprungattacke oder was auch immer. Hä, wie soll ich jetzt da rüberkommen? Nein, gefallen. Mit einem Satz. Ja, wenn er springt und ich in eine Richtung drücke, dann kann ich die Richtung nicht mehr ändern. Dann muss er den Sprung ausführen. Oh, es geht nicht. Oh, ich glaube, mit dieser Technik wäre ich nicht glücklich. Vielleicht gewöhne ich mich ja noch dran. Aber ich glaube, jetzt gibt es einen Haufen Fehlerei. Aber so wie es aussieht, geht das Spiel weiter. Und ich dachte wirklich, das war's jetzt. Kann ich den Sack jetzt ab? Nein, geht natürlich nicht. Jetzt bin ich gespannt, wie ich darüber komme. Ah, es geht sogar. Es geht sogar. Jawohl, gehen wir raus hier. Nein, es ist nicht der Ausgang. Aber das ist doch dasselbe Level. Wie mit Shovel Knight, oder? Muss ich jetzt hier mal gucken. Ja, hier käme normalerweise die Blase. Also komme ich nicht drauf. So. Checkpoint. Aha. Und kriege ich was? Oh, was ist das? Gesundheitstonikum. Ein Sack voller Tonika, um deine Gesundheit maximal aufzufüllen. Einfach das Menü mit Öffnen und Trinken. Schauen wir uns mal das Menü an. Oh, das sieht ganz anders aus. Bomben, Schwarzpulver. Springt über den Boden, bevor sie explodiert. Ach, das sind die Teile, die ich schmeiße, oder was? Löst eine mächtige Explosion aus. Maximal 3 Bomben. Standardzünder detoniert nach einigen Sekunden. Basisexplosion explodiert um dich herum und schleudert dich durch die Luft. Habe ich das jetzt ausgewählt? Chemisch beschichteter Umhang, deine Standardrüstung. Schifferin-Münze. 4 von 420, aktuell 4 gibt das Mona und es gibt neue Gegenstände.
Kann ich diese nicht auswählen? Komisches Spiel ist da. Komisch, komisch. Ich hoffe, dass es noch besser wird, sonst... Sonst wird es nicht so lustig. So. Oh, jetzt kommt sowas. Und das mit dieser endgeilen Steuerung. Boah, das war knapp. Alter, der springt da umeinander, ne? Wie ein Graushüpfer, wie ein Grashüpfer. Jetzt bin ich gespannt, das wird mir jetzt das Leben kosten hier, der Spaß. Aha. Kommen wir gar nicht rauf. Ah ja, egal. Sollst du mir den Drachen besiegen? Ach, ich kann da... Interessant. Interessant. Wo sind denn da oben sind meine Leben? Macht denn der mit mir? Aha. Interessant. Na, vielleicht ist die Steuerung doch nicht so bescheuert. Vielleicht nur reine Gewohnheit. Na komm. Jawohl. So. Ja, es geht schon. Es geht schon, auch wenn es Trixie ist. So. Hier alles wegsprengen. Aber das Teil hier nimmt er nicht, vermutlich, weil wir es schon haben. Aber wie kann ich das auswählen? Wo ist es denn? Wie wähle ich das aus hier? Ach so. Ich muss es einfach nur anklicken. Es wird nicht so ausgewählt wie die Items von Shovel Knight. Da kommen sie grün. Ja, ich schaue mir das jetzt hier an. Wenn es dasselbe Level ist, oder wenn es dieselben Level sind, dann werde ich das Spiel nicht weiter spielen, weil dann ist es ja irgendwie sinnlos. Wasch. Wenn es andere Level sind, dann wird es schon interessanter, das Ganze. Oh, müssen wir doch wieder zum Barden. Hier gibt es wieder die Notenblätter. Da komme ich ja oben auch irgendwie rauf. Will nicht. Jetzt, hä? Geld, Geld, Geld. Nein. Jetzt hat er einen Satz gemacht, das wollte ich gar nicht. das wollte ich nicht. Jetzt dürfen wir hier wieder anfangen. So. Machen wir das Ganze hier mal im Schnelldurchlauf. Oder ich könnte mal schauen, dass ich da oben lang komme. Aber, obala, ich glaube es ja nicht. Dankeschön. Und hat mir sofort das Leben gekostet. Die Rachgier. Die Gier nach den besonderen Münzen. Also mit der Lenkung wäre ich... Ich glaube, da wären wir keine Freunde. So was Bescheuertes. So, jetzt warten wir mal. Ich will nicht schon wieder in die Dornen. So. Ich will zumindest hier das erste Level abschließen. Weil ich wissen will, wie es danach weitergeht. Ah, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da passiert mir gar nichts. Interessant. So, jetzt nach oben. Und Feuer. So. Und ab dafür. Nee, wenn ich sowas hier spielen will, dann spiele ich Mega Man. Kurios, kurios. Bin ich ein bisschen jetzt enttäuscht von der nächsten Runde hier. Ich dachte ja echt, das ist ein eigenständiges Spiel oder sowas. Mit eigenständigen Leveln. Aber ich fliege hier voll durch die Gegend. Ja, es ist ein bisschen verändert.
den neuen Fähigkeiten angepasstes Level-Design. Aber im Großen und Ganzen ist es dasselbe. Komm, genau, jetzt da. Leck. Ist diese Steuerung bescheiden. Volle Energie haben wir sowieso schon. Machen wir das Ganze jetzt immer im Schnellverfahren. Schaut mal. Ja, Schnellverfahren. Und dann kommt sowas. Haha, ich schmeiß mich weg. Schnellverfahren. Genau. Wie geht denn das bitte? Wie soll das gehen? Also hier mit Anlauf drüber. Und in den Tod fallen. Also mit Anlauf drüber. Springen. Nochmal springen. Das Viech hier platt machen. Gelingt mir nicht. Das Vierchalterschirsten gelingt mir nicht. Ha. Jetzt, so. Ja, es geht schon, wenn man weiß, wie. Oh, was ist denn das hier? Hä? Ist ja witzig. Ja, witzig, witzig. So. Darauf jetzt. Da die Leiter hoch. Und da komm schon. Komm, geh die Leiter hoch. Jetzt, nächster Checkpoint. Muss ich jetzt eigentlich auch wieder gegen Black Knight kämpfen? Werden wir sehen. Wesh. Sehen wir jetzt dann. Oh, interessant. Oh, es funktioniert echt. Hammer. Absolut kurios, das Ganze hier. So, jetzt mal schauen, ob wir den Drachen erledigen. Oh, Drachen. Komm, hau ab. Geh weg vor dem Scheiß. Vor dem Scheißdrachen hier. Alter, jetzt sind wir Twixie, gell? Das ist das erste Level hier. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. So. Alles zusammenballern da unten. Wenigstens sind die Schuss unendlich. Hat auch seine Vorteile. Komm, hau ab jetzt. Wann ist dieses Level zu Ende? Ja, dass das erste Level ewig lang ist, ist uns ja bei Shovel Knight schon aufgefallen. Nächster Checkpoint. Oh, da unten ist doch auch was drin. Volle Energie. Und ab. Und jetzt kommt der Endboss-Fight. Nicht einmal. Hör mir zu, Zauberistin. Ich weiß, dass du ihm bei seiner Suche nach dem ultimativen Trank hilfst. Ultimativer? Was? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit er abgehauen ist, um sich dem Orden ohne Gnade anzuschließen. Ah, ein Trick der Alchemie. Mich kannst du nicht narren. Ich weiß, dass er danach trachtet, dich mit dem Trank zu betören. Warte, mich? Was willst du damit andeuten? Oh, da kommt jemand. Ach, das ist ja der panische Pausenclown höchstpersönlich. Ist es das wirklich wert, seine Verbündeten hinters Licht zu führen, um das Herz der Zauberistin zu gewinnen? Hihi, was? Wo in aller Welt hast du das denn gehört? Und ich weiß, wie du die Zutaten sammeln willst. Das Einzige, was noch schlimmer als ein derangierter Alchemist ist, ist ein Verräter. Mit dem Orden kannst du ja gern machen, was du willst. Aber niemand bedroht ungestraft die Verzauberin. So, nun kommt's zum Bossfight. Gegen den roten Idioten.
ist das Trixie. Na, jetzt macht er uns aber fertig, die Sau. Gehst du weg? Oh, ist er gestorben? Jetzt dachte ich, ich bin draufgegangen. Aber es war 1:1 das Level, oder fast 1:1 das Level von Shovel Knight mit ein paar kleinen Änderungen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Weltkarte aussieht, auf die wir jetzt kommen. Weil ich werde dieses Spiel jetzt kein zweites Mal sinnlos durchspielen. Ja, es ist komplett identisch. Komplett identisch, der Käse. Dann gehen wir mal zum Titelbildschirm zurück. Und schauen uns das andere da an, die Herausforderungen. Anker los. Überlebe eine endlose Welle an Propellerratten. Bestätigen B, zurück A. Eine endlose Welle Propellerratten soll ich überleben. Wo sind sie denn? Da geht es geil weiter. Okay, ich muss also da bleiben. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Wie soll ich die denn überleben hier? Ach, und ich habe nur einen Energiepunkt. Ist ja nett. Wie will ich das überleben hier? Kommen sie von oben, dann bin ich tot. Na, es geht sogar. Oh, fuck. Ist das ein Scheiß. Na gut. Erdhaufen-Rallye, lass dich von diesem Erdhaufen zum Sieg tragen. Hä? Wie geht es? Ah, ich verstehe schon. Und daneben. Ah, jetzt verstehe ich, was ich machen muss. So. Verdammt. Ja, ja. Jetzt verstehe ich schon, was ich machen muss. Bla, bla, bla. Und nichts verstehe ich. Hä? Ging nicht? Ging nicht. Muss ich ganz nüber gleich. Schauen, ob das geht. Nein, es geht nicht rüber. Irgendwie mache ich was falsch. Vielleicht erst so her. So, so. Dann da drauf. Da drauf, jetzt geht's nicht auf, verdammt. Ja, beenden. Ja, es sind anscheinend lauter so kleine Minigames. Und irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ihr das hier sehen wollt, dann schreibt's doch in die Kommentare. Dann wird das ganze Projekt hier unter Umständen weitergeführt. Aber so jetzt hier auf den ersten Blick macht's jetzt für mich keinen Sinn. Irgendwie das Ganze nochmal zu spielen oder irgendwelche Sachen zu suchen. Weiß ich, das ist. Ich mach's nicht, ich sehe es irgendwie. Ja, ich find's einfach sinnlos. Es war von Anfang an nicht geplant, dass das hier ein 100%-Projekt wird, weil ich überhaupt nicht weiß, wo was ist. Das ist anders wie bei Yoshi's Woolly World, wo man weiß, in diesem Level fehlt noch was, in dem Level fehlt noch was. Hier weiß ich gar nichts. Ich muss hier vielleicht noch an die 20 Notenblätter suchen, die überall sein könnten. Drum erspare ich mir das Ganze. Und ansonsten ging es eigentlich nur noch darum, diverse Items und Upgrades zu kaufen, das ich nicht gemacht habe. Beziehungsweise die Heldendaten, die wir hinten gesehen haben, zu erfüllen. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf, dieses Spiel 5, 6, 7 Mal hintereinander durchzuzocken. Und dann unter Umständen auch noch mit Black Knight auch noch. Nee, habe ich irgendwie keine Lust drauf. Wenn ihr trotzdem mehr sehen wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare, was ihr genau sehen wollt. Und dann wird es unter Umständen noch den ein oder anderen Part geben. Vielleicht sogar noch mehrere. Es kommt ganz drauf an, wie sich das dann entwickelt und was ihr sehen wollt. Auf jeden Fall war das jetzt erstmal vorerst der letzte Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Euer Doschten.